Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge des 22 PS5 hier auf Ort Balleron. Ja, macht schon komische Sachen hier unser Helfer. Also ich fahre nicht, ne? Nicht, dass hier jemand denkt, ich fahre solche Kurven hier auf der Straße. Nee, das geht nicht, ne? Er ist ja unterwegs, unser Helfer hoch zu Feld Wattmessing, schickt 9, fangen wir ja an mit Düngen. Wir haben ja 3 Dinger müssen und angenommen. Ja, ich habe mir jetzt zwischen den Aufnahmen kurz was überlegt oder ja kurz drüber nachgedacht. Denn wir hatten ja gestern schon geguckt, können wir auch gleich nochmal gucken. Ich möchte schon einen Drescher mieten mit entsprechender Arbeitsbreite. Wir können natürlich auch noch nach der Nacht nochmal reingucken mit. Ja, ist nicht, also ist das für uns nicht viel besser geworden, ne? Mit Brauchtfahrzeugen aussieht. Wir hatten ja gestern geschaut, wenn wir wirklich den Case und dass wir ein großes Schneidwerk dran kriegen. Ich denke, das macht am meisten Sinn. Denn wenn wir es jetzt wirklich mit einem kleineren Drescher hier, wenn wir jetzt in New Holland mieten, dann bezahlen wir ja auch schon, wenn wir mieten würden, 5.000. Basiskosten pro Arbeitsstunde 2,6 und pro Arbeitstag 5.600. Ne? Bei den Case sieht es ja so aus, da bezahlen wir halt nicht der, sondern der große. Wir bezahlen 8.000, also 3.000 mehr, 2.000 pro Arbeitstag mehr und 3.000 pro Arbeitsstunde mehr. Natürlich ein bisschen was, ne? Und das pro Arbeitsstunde sehe ich nicht so kritisch. Wir haben ja fast doppelte Arbeitsbreite. Das relativiert sich, aber die Basiskosten, klar, die bleiben auch immer gleich und pro Arbeitstag 2.000. Das ist jetzt so schlimm, was wir mehr bezahlen. Ein Schneidwerk wird es ähnlich aussehen. Da müssen wir mal gucken. Aber was eben noch eine Überlegung war, wenn hier unser Helfer immer noch auf dem Weg ist, schon angekommen. Gut, dann gucken wir gleich. Aber erstmal stellen wir ihn hier ein. Kann ja hier gleich losdüngen. Kommt mir bekannt vor. Ich glaube, haben wir schon mal. Schafft es einen Berg hoch, hätten wir vielleicht noch einen größeren Trecker nehmen sollen. Oh, hier riecht es. Ja, wir sollten bloß Berge runterdüngen, oder? Müssten wir hier Wein anbauen aus der Hanglage, oder? Ach, das können wir uns bei weitem nicht leisten. Ja, eine andere Sache, was mir noch so durch den Kopf gegangen ist, klar, wir hätten hier noch gut zu tun mit Missionen, die wir machen könnten. Und wettertechnisch sieht es ja so aus, soll regnen. So, wir sind im Juni. Im Juli soll es auch schön bleiben. Wir könnten natürlich jetzt rein von Wachstum her natürlich auch noch im Juni Gerste dreschen, unser Weizen dreschen, unseren Raps und den Hafer. Haben wir Hafer gemacht. Doch, wir haben doch Hafer gemacht. Wir haben Weizen. Die erste ist klar. Raps ist von unten. Hält die 42. Ah, nee, Quatsch, die 30 ist Hafer drüben und die 42 war ja die, da hatten wir ja Hirse gemacht. Genau, die dauert ja dann einen Tag länger. Theoretisch, wenn man und den Drescher erst am nächsten Tag mieten, könnte man schon deutlich mehr dreschen. Wettertechnisch sieht es eigentlich ganz gut. August so ein bisschen Risiko, ne, da soll es regnen. Aber im Juli noch nicht. Man wird eine Zeit auf einstellen. Also wir schaffen die Felder also definitiv mit der Arbeitsbreite dann. Weil wir würden ja dann praktisch mit einer Arbeitsbreite von 13,7 Metern agieren. Jetzt war schon Lust, ein bisschen Lust zu dreschen. Ich weiß nicht, ob es Einfluss hat, wenn es dann auf den Watt drauf regnen sollte, ob der dann verschwindet. Ich glaube nicht, das war ja bloß im 19er so mit Season. Von daher denke ich mal, werde ich noch warten. Weil sie ja doch dann. Ja, die Kosten pro Stunde bleiben gleich. Ne? Das sind
Arbeitstag, was wir einmal sparen. Fährt die KI all glattes Schild um. Könnten wir eher noch ein paar Missionen machen? Nein. Eine noch eine Mission können wir leider nicht annehmen, dass wir die eine fertig machen. Aber die dürfte ja auch gleich durch sein. Oh, schafft es ein Perkel. Das ist wirklich hier. Oh. Armer Kerl. Denn im doch war richtig, wenn wir auf den Wachstumskalender gucken. Möchte ich meinen, kämen wir jetzt hier kein Riesenrisiko ein. Das Einzige wäre, wenn wir morgen, weil wir einen Tag pro Monat spielen, Regen kommen würde, dann wäre es schlecht. Ne? Aber wir können ja selbst die Zeit auf 0,5 stellen. Also wir werden noch Juni abwarten und werden dann erst unser Morgen in dem Tag einen Treasure mieten. Damit wir da einmal die Kosten sparen können. Ich weiß nicht, wie weit unsere Silageballen unten sind. Die können wir sicherlich auch noch im späteren Nachmittag verkaufen. Da müssen wir auch mal gucken, was es dafür Geld gibt oder was uns erwarten könnte. Da werden wir lieber noch den einen Tag hier warten. Wir haben zwar dann unheimlich viel Arbeit, ne? Weil wir ja dann noch konzentrierter das Stroh kriegen. Ne? Wir müssen dann die Ballen pressen, wir müssen die Ballen wegsammeln, wir müssen mulchen, weil wir werden alle gemulcht. Und ja, müssen wir mal schauen. War denn heute hier noch so ein bisschen die Ruhe vorm Sturm oder so ähnlich? Noch ein entspannter Arbeitstag. Ne? So, wir setzen dann um auf 10 nach oben. Um. 98% abgeschlossen. Relativ viel Dünger verbraucht. Wenn ich einen Berg hochkommt oder was? Ja gut, Feld ist auch nicht klein. Also, ja. Das ist die Frage, wie wir hier den Helfer einsetzen, am besten wieder so rum. So, dann werden wir das erste Feld abschließen und die erste Mission abschließen hier. Gucken wir. Wir werden uns hier, wenn wir Spritzenmission annehmen, müssen wir jetzt Spritze mit ausleihen, wäre nicht das Problem. Ja, müssen wir dann gucken, weil wir könnten ja die nicht zurückgeben und einfach noch die nächste Mission. 612, 916. Wenn wir uns natürlich jetzt per der Mission die Geräte ausleihen, dann zahlen wir 300 weniger nehmen. Welche Spritze hatten mehr Arbeitspreis? Mal kurz nochmal gucken im Shop. Und natürlich die mehr mit größere Arbeitsbreite. Das ist, glaube ich, einmal die mit, ja, je nachdem, was wir kriegen. Also hier kriegen wir auf alle Fälle 36 mit. So werden wir die Mission annehmen, wo wir die blaue Spritze mit dazu kriegen. Natürlich Geräte ausleihen. Thank you.
haben ja auch einen Schmalspurbereifen, das brauchen wir dazu. Boah, kein Gewicht. So, da kaufen wir noch einen Container Pflanzenschutz. Herbizid. Wir kaufen erstmal ein. Laden bei unserem hier noch mit auf. So, wo muss man jetzt hin? Ich habe Mission angenommen, nicht geguckt, wohin. Feld 43. Rechnen. Spritzmittel wird nicht für beide Missionen reichen, glaube ich. Auch ganz schöne Hanglage hier, ne? Ich glaube, wir sollten ein Stück weiter links fahren, ne? Es hat natürlich auch eine ganz schöne Größe, das Feld. Ne? Ja, Helfer D ist fertig, der ist noch nicht fertig mit Düngen. Aber er wird dort sicherlich oben die Schräge nicht richtig erwischen. Wir gucken erstmal, dass wir hier ein Vorgewende drumherum kriegen und dann können wir hier sonst auch einen Helfer einstellen. So, hier müssen wir noch runterfahren, dann fahren wir unten quer und stellen wir drüben einen Helfer ein. Ja, klar hätten wir jetzt unsere eigene Spritze noch nehmen können, wenn wir sie nicht verkauft hätten. Ja. Aber das ist schon, ja, ist schon okay so. Weil hier möchte ich meinen, könnte man doch so wie es aussieht auch
Unkraut sieht man ja nicht. Gar nichts rausgucken irgendwo. Ist ein Unkraut, also so groß ist er nicht, könnte er bestimmt auch noch hacken. Obwohl es auch an der Wachstumsstatus von Elf liegt, aber der kann ja auch nicht so weit fortgeschritten sein. Gut, das ist Hossen, die wird groß, ne? Dass wir ungefähr die Richtung treffen, weil man sieht gar nichts, wo wir waren. Ne? Ich denke mal, so könnte aber passen. Okay, Helfer fährt erstmal los. Okay, gucken. Sehen wir hier was? Bodenbeschaffenheit. Ja, muss so einigermaßen muss es passen. So. Hier passt es natürlich noch nicht so einigermaßen. Da müssen wir mal das Unkraut ausschalten. Ja, wir brauchen eigentlich nur... Ach nee, ist abgeschlossen sogar schon. Das habe ich wohl total nicht mitbekommen. Natürlich ab, dann durch den Rest nicht. Ne? So, dann geht's auf zu Feld 15. Weil wir schon 66% weg haben von unseren Spritzen. Na gut, das ist ein Vorgewende, ist schon relativ viel, was man dann an Fläche wegnehmen. Ja, die 1390 Liter Dünger werden nicht reichen. Die werden leider nicht reichen. Das war vielleicht auch nicht unbedingt die beste Wahl, den Schmalspurbereich zu machen. Vielleicht noch ein Stück rüber. Meine gut, hier ist es nicht ganz so steil, das Ganze, ne? Gut, das werden wir sehen. Aber ihn werden wir morgen erst losschicken, nächsten Folge. Ja, mal gucken, was wir noch für Missionen dann machen können. Nochmal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Dann vielleicht bis morgen, 16 Uhr geht's ja weiter. Bis dahin und tschüss.